Nach dem Großbrand am 1. September des vergangenen Jahres wird nun das alte Brauhausgebäude in Geringswalde abgerissen. Während der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt der Stadt wurde jetzt endgültig über das Schicksal des Gebäudes entschieden. Die Abrissarbeiten dauern 5 bis 6 Wochen und die Kosten betragen ca. 60.000 Euro. 75% davon werden vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung getragen. Laut Bürgermeister Thomas Arnold plant die Stadt Geringswalde die Anlegung von Grünflächen und zudem soll die Brauhausstraße verbreitert werden.